Buongiorno und herzlich willkommen in Minas Cucina. Wenn ihr sehen wollt, wie ich diese schöne Spanferkelhaxe hier gemacht habe, dann bleibt doch einfach dran. Moin, Buongiorno, da ist er wieder. Ja, Leute, so schnell ist eine Woche rum. Was machen wir heute? Ich habe mir gedacht, in letzter Zeit war viel Dutch-Öfen, Töpfe, Pfanngerichte. Heute machen wir mal Fleisch. Und zwar habe ich hier eine richtig schöne Spanferkelkeule. Was brauchen wir dafür? Wir haben hier ein bisschen Thymian, ein bisschen, ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen, habe ich vergessen. Rosmarin. Rosmarin, Dankeschön. Ein bisschen Thymian, ein bisschen Rosmarin. Dann haben wir hier richtig schönes grobes Meersalz. Eine Mischung aus 0,33 Bier. Dann haben wir da drin geräuchertes Paprika, Oregano, Thymian und ich muss mal eben gucken, ich habe es vergessen. Meat Arowana von Just Spice habe ich da reingemacht. Das spritzen wir gleich. Hier eine richtig schöne Lebensmittelspritze. Unser Mita ist natürlich dabei. Scharfes Messer, wenn wir damit nicht durchkommen, habe ich mir hier eine saubere Klinge drauf gemacht, die abgewaschen natürlich, alles hygienisch. Und dann arbeiten wir damit. Nicht zu vergessen, ungefähr 0,33 Liter Gemüsebrühe. So, da sind wir. Also, als allererstes ritzen wir uns jetzt hier die schöne Haut ein. Ich habe mir erstmal Handschuhe angezogen. Und dann werden wir den guten Kollegen hier spritzen und dann geht er ab auf den Grill. So, nachdem wir jetzt alles schön quer eingeschnitten haben, schneiden wir jetzt längs. Wir haben das Messer mal getauscht, weil es wirklich mit dem anderen doch nicht so gut geklappt hat, in der Mitte zumindest. So, das war am Ende schöne karoförmige Schnitte in der Haut haben. Ja, nachdem ich den jetzt hier richtig schön professionell eingeschnitten habe, das sieht echt cool aus heute. Drehen wir den einmal komplett um, die Kollegen. Nehmen wir uns hier unsere Spritze. Ziehen uns hier was von unserem Bier auf und spritzen das richtig schön ins Fleisch rein. Ihr seht hier, wenn es dick wird, rausziehen und Zentimeter weitergehen. Das machen wir jetzt ein komplettes Stück und dann so, nachdem wir jetzt gespritzt haben, haben wir den Kollegen umgedreht, hier das Gitter drauf gemacht. Wir werden uns nämlich diese Flüssigkeit, die wir hier noch über haben, die werden wir uns hier gleich mit der Gemüsebrühe da reinlegen. Man könnte auch Wasser reintun, aber ich denke mir, im Gemüsebrühe gibt noch mal ein bisschen mehr Geschmack an das Fleisch. Genauen Rezeptangaben findet ihr wie immer natürlich unten in der Videobeschreibung. So, wie geht's weiter? Wir nehmen uns hier unser grobes Meersalz, verteilen das hier schön auf den Kollegen. Mal gucken, dass wir richtig schön hier zwischen der Kruste in die Ritzen ein bisschen Meersalz verteilen. So in etwa wie der Krustenbraten, den ich mal gemacht habe. Ich verlinke euch den mal hier oben. Könnt ihr da mal reingucken, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Richtig schön schauen, dass alles dran ist. So, das haben wir. Dann nehmen wir uns hier einfach nur für den Geschmack. Bei Kräuter hier unsere Thymian-Oregano-Mischung. Frisch Rosmarin, Entschuldigung. Nicht Oregano. Und verteilen das einfach oben drauf. So, das war's. Flüssigkeit unten rein. Das restliche Bier. Gemisch. So, ich bereite jetzt den Grill vor, dann sehen wir uns gleich am Grill wieder.
Alles klar. So, am Grill angekommen. Nehmen wir uns hier unseren Mieter. Stecken den rein. Und schauen mal, dass wir so eine Kerntemperatur von 70 Grad erreichen. Jetzt stellen wir uns den erstmal auf 60 Grad ein. Und dann haben wir noch 10 Grad. Dann kriegt der Grill nämlich volle Pulle, damit uns schön die Haut aufploppt und das richtig schön knusprig wird. Also, 60 Grad Kerntemperatur, indirekte Hitze. Rechts der Brenner an, links der Brenner an. Ja. Wir sehen uns mal so in einer Stunde. Da gucken wir mal da drunter. Bis gleich. Aber eine gute Stunde ist rum. Wir gucken da mal runter. Es fängt langsam hier an zu riechen. Ich habe gerade mal geguckt. Wir sind ungefähr bei einer Kerntemperatur von etwa 35 Grad. Zeige ich euch, blende ich euch hier ein. Kommt mal näher ran. Ja, wir gucken mal schnell runter. So sieht das gute Stück aus. Er kriegt langsam Farbe. Und leider gibt es keinen Geruchsfernseher, Freunde. Das riecht richtig geil. Ich entschuldige mich nochmal für den Ton eben. Leider ist mir das Mikro beim Schneiden irgendwie runtergefallen und dann war der Ton weg. Ich ärgere mich da total selber drüber. Aber was soll man machen? Ja, ist halt so. So ist das, wenn man mit Technik arbeitet. Wir haben es dann erst gemerkt, weil irgendwann das Mikro nicht mehr da war. Also tut mir leid. Ich hoffe, ab jetzt bleibt das Mikro dran. Wir sehen uns. Ich würde mal sagen, in einer Stunde nochmal wieder. Bis gleich. Ja, Leute. 60 Grad Kerntemperatur sind erreicht. Wir machen jetzt Folgendes. Wir drehen die Brenner richtig auf, damit wir hier richtig schön Dampf unterm Kessel kriegen. Ja, für die nächsten 10 Grad. Wir hoffen, dass die Haut ploppt. Wenn die Haut geploppt ist und wir 70 Grad haben, Kerntemperatur, ist das Ding fertig, dann holen wir ihn raus. Wir sehen uns hoffentlich in einer halben Stunde nochmal wieder. Kerntemperatur 70 Grad ist erreicht. Wir gucken hier mal runter. Ich habe es gerade schon gesehen. Boah, sieht mega aus. Kommt mal ran. Schaut mal hier. Ich habe die Zonen gewechselt, weil wir da noch ein paar Kartoffeln drin haben. Guckt euch das Teil mal an. Das ist richtig schön aufgeploppt. Nicht komplett hier unten, leider nicht. Aber gut, ist halt so. Wir holen das Ding jetzt raus und dann sehen wir uns gleich vorne wieder. So, da ist das gute Stück. Hört ihr das? Ich werde das jetzt natürlich verkosten. Als allererstes nehme ich mir mal hier einfach... Bin mal so frei. Boah. Salz dran. Schön fettig. Kross. Mega. Wir schneiden uns jetzt hier mal eine Scheibe runter. Bleibt einfach mal dabei. Dann gucken wir mal, wie das gute Stück von innen aussieht. Alter Schwede. Schaut mal, wie saftig der noch ist. Den nehmen wir uns hier rüber. Und probieren direkt. Ohne Ketchup, ohne nix. Das pure Fleisch schmecken. Boah. Unglaublich, Freunde. Also das hat sich wirklich gelohnt. Das ist einfach, ja. Man schmeckt ein bisschen das Bier, die Gewürze da dran. Richtig super gewürzt. Diese Kruste hier. Mega lecker. Macht es nach, Freunde. Schreibt mir in die Kommentare, habt ihr sowas schon mal gemacht? Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder auch nicht. Abonniert bitte meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Aktiviert euch die Glocke, so werdet ihr immer informiert, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.